Jo, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Zelda. Ups, ich hab falsche Taste gedrückt. Und wir müssen erstmal hier direkt die Kiste öffnen. Und dann bekommen wir einen Herzcontainer. Jawohl. Und damit haben wir erstmal 4 Herzen. Und jetzt müssen wir auf der Karte gucken, wo wir hin müssen. Weil, uns das ja markiert wurde. Ich bin übrigens gerade hier bei Marlene. Mit meinem ganzen Equipment. Und er guckt mich ein bisschen komisch an und denkt sich, ah, ist klar. Ja, wie gesagt, jetzt erstmal gucken, wo wir hin müssen. Wir haben hier eine schöne Karte und es wurde uns gerade vom König das Haus des Dorfältesten markiert. Da sehen wir es blinken. Und ich würde sagen, wir rushen da erstmal direkt hin. Ohne hier große Umstände. Oh, direkt erstmal einen Schlag in die Fresse kassiert. Wir rasieren mit denen mal kurz. Perfekt. Diese Musik ist einfach awesome und jawohl. Ja, ich habe mir jetzt vorgenommen, erstmal ein bisschen ruhiger an die Sache ranzugehen, nicht direkt einzulaufen und 27 Mal zu sterben. Und wenn ich richtig liege, haben wir das Haus des Dorfältesten schon gefunden. Perfekt. So, da können wir schon mal direkt reingehen und gucken, was der uns so zu sagen hat. Und da ist unsere Frau wahrscheinlich. Hallo. Wie? Oh, du bist es, Kai. Was kann eine alte Frau wie ich für dich tun? Wer? Der Dorfälteste? Seit die Entführung anfingen, hat ihn niemand mehr gesehen. Was, das Masterschwert? Nun, ich kann mich nicht genau erinnern, aber, vor langer Zeit bewohnte ein Volk, bekannt als die Hylia, dieses Land. Die Legenden erzählten von magischen Schätzen aus dem Zeitalter der Hylia. Marlene schmeißt gerade alles runter. Das Masterschwert, eine mächtige Klinge, erschaffen, um jede mit unfreien Herzen zu bezwingen, ist eine davon. Man sagt, dass es bis heute im guten Herzen der Wälder ruht. Verstehst du diese Legende? Jo, verstehe ich. Easy going jetzt. Zack, zack. Auf jeden Fall musst du den Dorfältesten finden. Irgendjemand im Dorf muss doch wissen, wo er sich aufhält. Kai, pass auf dich auf. Moment mal. Irgendwie lief gerade Minecraft im Hintergrund, das war ein bisschen komisch. Und ich frage mich, warum diese alte Frau bei dem Dorfältesten im Haus rumgammelt. Theoretisch müsste es ja seine Frau sein, nur ich frage mich, warum die da ist. Und man kann irgendwie diese Töpfe hochheben. Hat jemand in die Kommentare geschrieben, weil ich das immer nicht gemacht hatte. Weil da nämlich auch manchmal Herzchen drin sind. Und deswegen hebe ich die nämlich jetzt erstmal auf. Weil ich das nämlich nicht wusste. Aber jetzt habe ich die Taste rausgefunden, perfekt. Gut, dann müssen wir mal kurz auf der Karte gucken. Wir haben da ein X markiert bekommen. Wir haben mit der Alten schon geredet. Ich muss irgendwas finden. Warte mal. Okay. Ich gehe nochmal rein. Hallo, ich bin's. Ja, da sind die Entführung. Was machst du? Ja, hab ich verstanden. Achso, ich muss finden. Ich muss jetzt wahrscheinlich durchs Dorf rennen. Und jemanden suchen, der mir auf der Karte dann einen anderen Ort markiert, wo ich als nächstes hinzugehen habe. Hi Kai! Moin. Dieses Haus war früher das Versteck einer Diebesbande. Der Name des Anführers, ach ja, Blind hieß er. Und hasste grelles Licht über alles. Oh Mensch, was für ein Zufall. So, jetzt müssen wir wieder erstmal wahrscheinlich einen Dude finden, der uns das markiert. Ja, nehmen wir uns das erstmal hier vor. Flaschen, schöne Flaschen. Ja, ja, ja. Ne, ich möchte keine Flaschen kaufen. Ah, ne, danke. Kann mir das komplett abgemacht. Was? Tja, Pech. Ne, ich habe keine Flaschen. So, hier haben wir noch so eine Art Windrose. Mitten reingebaut. Sieht immer schön aus, sowas. Und hier haben wir mal bei der alten Frau ins Haus reingucken. Die hat Hühner im Haus, alles klar. Die töte ich mal kurz hier. Die scheuche ich mal ein bisschen auf. Okay, man kann die anscheinend nicht töten. Dann klaue ich mal ihren Nachtpott. Schmeiß ihn ja an die Wand. Alles klar. So, und weiter geht's. Die speichere ich erstmal nicht an. Erstmal gucken. Alarm, Wache, hier ist der gesuchte Kai. Wache, kommt schnell. Der mich gerade verpetzt. Dieser Schlawiner.
Okay, Easy Golem. Dann ist das also ein Verräter. Das heißt, wir können auch nicht in sein Haus reingehen. Na, okay, war klar. Kurz ein bisschen skippen. Wie er guckt. okay, sorry, das musste mal ein bisschen Spaß muss sein. Dann kommt das Glück von ganz allein. Dass das ja noch von der GEMA gesperrt ist. So, hier ist noch ein Haus. Achso. Hier kann ich Bomben kaufen. Wie viel Geld habe ich überhaupt? 70 Rubine. Ah, komm, nehmen wir. Ja, und drücke R. Alles klar, nehme ich erstmal hier so 10 Bomben mit. Können ja nicht schaden, ne? Nehmen wir erstmal noch ein gutes Stück hier bei der Hand. So, was ist hier? Hallo. Hick! Typische Dame. Ja, die habe ich. Hab ich gesehen. Hick. Sehr hübsch. Hick. Die Dame. Wohnt in der Wasserfall. Okay, ich denke, der Typ ist besoffen. Hick, hick, hick. Aus dem werden wir wahrscheinlich nicht mehr so viel rausbekommen. So eine Bar hier. Mann, ich drücke mal den falschen Knopf von Spaß. Oh, da haben wir noch ein Herz gefunden. Da ist eine Truhe, da kann man wahrscheinlich nicht rangehen. Und er hier. Zu der zu sagen. Oh, mein Sohn hat sehr gerne Flöte gespielt, doch das ist lange her. Er zog aus, die goldene Macht zu suchen und kam nicht mehr zurück. Wer weiß schon, wo er ist und was er macht. Oh, na gut, dann die Schnarchnasen lassen wir erstmal hier in Frieden ruhen. Und jawohl, hier ist nochmal ein Emerald. Steigen wir uns mal kurz hier durchs hohe Gras. Was hat er hier zu sagen? Hallo Kai, ich weiß, mein Hof ist nicht gerade hübsch, aber du bist hergekommen. Endlich habe ich jemanden, der mir zuhört. Ich kenne eine interessante Geschichte. Bei der Flusskelle gibt es einen See, in dem jede Menge Zoras leben. Schwer zu finden. Aber der Schatz des Zoras soll wirklich... Das müsste man sich mal ansehen, oder? Hat er mir das jetzt markiert? Nö. Alles klar. Warum ist so das... Ich bin da kurz ins Haus reingegangen und auf dem Rundweg ist er schon wieder zugewachsen. Perfekt. Alles klar, der hier in Ordnung. Ich glaube, es geht los. So, hier in das Haus mal reingehen. Gut, hier ist nichts drin. Nice. Dann brauchen wir da auch nicht lange uns drin aufhalten. Ja, hier. Das Haus der Dorfältesten, ne? Jawohl. Okay, hier ist denn das Bett von den beiden. Wo war ich denn jetzt überall schon? Da unten kann man noch hingehen. Liegt da doch mal direkt. Warum kann ich jetzt nicht zurück? Ah, okay, so. Falsche Tasten. Ich doch mal kurz hier runterlaufen. Meine, das schadet ja nicht. Wie sieht's aus? Wo sind wir gerade? Okay, gut. Dann gehen wir nämlich mal hier runter. Hier hoch. Ich weiß nicht, ob das noch zum Dorf zählt. Ist das hier so eine Bücherei? Ja, okay, ist hier jemand drin. Scheiße. Okay, hier ist noch so ein Haus. Das Dumme ist, dass es nicht so ist wie ein Pokémon, dass man so erkennt, wenn es eine Arena ist oder ein Pokémon Center. Hallo Kai, ich hatte einen Streit mit meinem jüngeren Bruder. Aber es ging mir einfach im Prinzip. Daher habe ich eine Tür zu seinem Zimmer zugemauert. Alles klar. Hat hier also die Tür zugemauert. Schätze mal, dass sein Bruder da hinten irgendwie ist. Okay. Ja, und da ist die Tür von seinem Bruder. Nice. Und da ist noch ein halber Herzcontainer. Das heißt, wir müssen da irgendwie die Bomben platzieren, aber das machen wir später. So, hier war die... Achso, nee, hier kann man noch... Aber nee, das ist so ein Glücksspielhaus. Nee, dann bringt mir das ja auch nichts. Scheiße, wo finde ich denn hier den Dude? Oh nee, jetzt irgendwie verlaufen. Kacke. Zurück. Mann, runtergefallen. Ah, scheiße. Was ist das hier? Waren wir ja schon drin? Ah ja, hier ist diese Kneipe oder was? So ein Bar, was auch immer. Und hier dieses... Hallo Kai. Gut, ich sag dir, aber verrate es nicht den Bösewichten.
Oh, gut, da haben wir mal auf gut Glück hier den Typ angesprochen und dann gezeigt, der Dorfälteste sich... Ach, da oben, okay. Das heißt, wir müssen da mal hingehen. Gut, wir können also jetzt hier unten lang gehen und dann dahin. Gut, wo befinden wir uns? Hier, das heißt, wir gehen am besten durch die Mitte, ne? Gut, dann gehen wir hier mal wieder zurück. Wenn wir jetzt hier lang gehen... Dann können wir jetzt hier rechts weiter. Was ist das hier? Noch so ein Haus. Eine Schmiede. Ein kleiner Gnom. Okay. Sein Kollege ist also weg. Gehe ich mal hier in diese Mine rein. Was ist das hier? Alles klar, hier kann ich nichts machen. Nice. Ich frage mich, warum ist da so ein Typ drin versteckt? Im hohen Gras. Nicht bei Pokémon, oder? So, jetzt kassiert er erstmal Schläge. Nice. Und was ist das hier? Ein Brunnen? Kann man aber nicht rein, schade. Gut, wir müssen weiter ziehen. Ich glaube, wir haben uns gerade hier... Ja, hier sind wir auf jeden Fall falsch. Perfekt. Hier kann man nicht lang gehen. Dann gehen wir am besten einfach mal... Na komm, gehen wir unten lang. Waren wir ja eben gerade auch schon. Kann man zum Glück rüberspringen. Dann hier nach rechts. Ist das doch richtig? Jawohl. Finden wir uns hier gerade im Wald. Ich würde mal sagen im Britannia-Wald, aber sind wir ja gar nicht. Das ist ja hier. Falsches Spiel. Und den schmeiße ich hier kurz die Prügel raus. Jawohl. Oh, wir haben nur noch zwei Leben. Oh, hier sind Bogenschützen. Aber man kann also die Pfeile abwehren. Das ist natürlich gut. Perfekt. Okay, er muss also im richtigen Moment zuschlagen. Und ich habe noch... Oh, ein Herz. Kann ich ja vielleicht mal wieder eins hier gedroppt bekommen? Das wäre ganz cool. Ups, ich renne mal weg. Nein! Tod! Gucken, wo muss ich wieder anfangen? Ja, komm, wir starten mal bei unserem Haus. Können wir hier wieder rausgehen. Zip. Wo befinden wir uns? Ja, Moment. Ich hab's verstanden. Achso, nice. Jetzt sind wir schon direkt näher dran als vorher. Das heißt, wir müssen jetzt nach rechts, über die Brücke und dann nach oben. Alles klar. Na komm, ja. Ja, nice. Schon wieder fast tot. Jetzt so ein Herzcontainer. Also ein Herz wäre cool. Die haben uns irgendwie alle nicht gesehen, außer der. Aber einer ist ja kein Thema. Und da ist ein Herz, das kann ich auch direkt einsammeln. Wo ist das Herz? Warum ist es weg? Nice. Okay, wir müssen nach rechts weiter. Und jetzt hier hoch. Oder? Jawohl. Gut, dann hier hoch. Und dann sind da so komische Krebse. Dann hier die Treppe hoch. Und dann sind wir auch schon fast da. Okay, jetzt muss ich noch den Weg hier nach oben finden. Hier sieht es doch schon mal ganz gut aus. Was sind das so Statuen? Okay. Hab ihn gefunden. Ich bin Sahasrara. Der Dorfälteste. Einer der sieben Weisen. Ist ein Vorfahre von mir. Oh, tatsächlich? Es überrascht mich, dass ein so junger Mann nach dem heiligen Bandschwert sucht. Geil. Nicht jedem ist es erlaubt, diese Klinge zu führen. Die Legenden berichten von einem Helden, der die drei Amulette errungen hat. Wünschst du wahrhaftig, es zu finden? Ja, selbstverständlich. Ich meine... Wenn wir hier so nicht gut antworten. Gut. Dann versuche das Amulett des Mutes aus dem Ostpalast zu holen. Wenn es mir bringen kannst, werde ich mehr von meiner Weisheit mit dir teilen. Doch nun, geh zum Palast der Fischer. Okay, Freunde. Hier können wir eine Bombe planten.
Und ich würde mal sagen, wir gucken kurz mal in die Töpfe rein. Perfekt, erstmal ein Herzcontainer. Oh, perfekt, noch ein. Und oh, noch ein. Perfekt. Das heißt, wir haben wieder Full Life und müssen jetzt in den Ostpalast reingehen. Also unser erster richtiger Dungeon. Die Katakomben des Schlosses waren ja nicht wirklich so herausragend. Ich meine, ich habe da hardcore gefailt, aber gut, egal. Das ist jetzt momentan der beste Part. Ist einmal gestorben. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal rein. Bis dahin, tschüss.